Heute für euch 10 Todesfälle verursacht durch Videospiele. Nummer 10. Peyton Leutner. Die im Jahr 2014 12-jährige Peyton Leutner wurde in einem Waldstück mit 19 Messerstichen niedergestochen. Die Täter waren ihre zwei besten Freunde, die 12-jährige Morgan Geisser und die 13-jährige Anissa Wire. Die beiden Mädchen wollten mit dem Mord an ihrer Freundin der fiktionalen Figur Slenderman aus dem Horror-Computerspiel ein Opfer übergeben. Sie waren davon überzeugt, dass er dann aufhören würde, ihre Familien heimzusuchen oder sie selbst. In Geissers Schlafzimmer wurden über 16 Slenderman-Zeichnungen gefunden. Auf einer Zeichnung war ein Mädchen zu sehen, das auf dem Boden lag. Über ihr stand eine Person mit einem Messer und der Nachricht: "Ich liebe es, Menschen zu töten." Über längere Zeit hatten sie an dem Mordplan gebastelt. Sie gingen mit Peyton in den Wald und stießen sie auf den Boden. Anschließend begann eines der Mädchen mehrmals zuzustechen. Während des Todeskampfes schrie Peyton: "Ich hasse euch, ich werde euch niemals verzeihen, ich habe euch vertraut." Nach getaner Arbeit rannten die beiden weg und ließen Peyton auf dem Waldboden liegen. Was sie allerdings nicht wussten: Peyton war noch am Leben. Sie konnte sich trotz quälender Schmerzen noch an einen Waldweg bewegen, wo sie dann von einem Fahrradfahrer gefunden wurde. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und konnte sich vollständig erholen. Im Gerichtsprozess stellt sich nun die Frage, ob die beiden Täter aufgrund der Härte des Falls nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Wenn das zutrifft, könnte das bis zu 65 Jahre Haft für sie bedeuten. Nummer 9. Daniel Patrick. Im Jahr 2006 erschoss der 16-jährige Daniel Patrick seine Eltern, weil sie sein Videospiel Halo 3 in einen Tresor schlossen. Patrick hatte das Spiel ohne die Erlaubnis seiner Eltern gekauft. Als diese von dem Einkauf erfuhren, nahmen sie es ihm weg, sperrten es in einen Tresor und versteckten den Schlüssel. Doch der spielsüchtige Teenager fand den Schlüssel und öffnete den Tresor, wo er neben seinem geliebten Spiel auch eine Waffe fand. Außer sich vor Wut spürte er seine Eltern auf und sagte: "Schließt eure Augen. Ich habe eine Überraschung für euch." Daraufhin erschoss er seine Mutter und verletzte seinen Vater schwer. Um das Ganze wie ein Selbstmord aussehen zu lassen, legte er die Waffe in die Hand seines Vaters. Gerade als die Polizei den Tatort erreichte, floh Patrick mit dem Wagen der Eltern. Doch er wurde gefasst und dem Strafrichter vorgeführt. Da er erst 16 Jahre alt war, erhielt er in den USA keine Todesstrafe, aber lebenslänglich. Er kann erst ab 2032 Revision gegen das Urteil einlegen und so auf eine Milderung der Strafe hoffen. Nummer 8. Jugendlicher tötet Großmutter. Ein 17-jähriger Philippine tötete seine eigene Großmutter, nachdem sie ihn beim Dota-Spielen unterbrochen hatte. Der Junge war gerade in einem Internetcafé, als seine Oma ihn anrief und ihn darum bat, das Spiel nicht mehr zu spielen. Die Oma holte ihn kurz darauf ab und brachte ihn nach Hause. Als die Großmutter gerade versuchte, ihren Enkel zu belehren, rastete der Junge aus und prügelte so lange auf sie ein, bis sie starb. Der Junge rief danach seine Tante an und gestand seine Tat. Diese rief wiederum die Polizei an, welche sofort zum Tatort eilte und dort die Leiche der Großmutter vorfand. Die alte Frau hatte Wunden am Hals, an der Brust, am Kopf und an den Armen. Die Polizei fand außerdem blutverschmierte Glasscherben in einer Vase, die vermutlich als Tatwaffe dienten. Nummer 7. Chuang. Im Jahr 2012 wurde der Tod des 18-jährigen Chuang in einem Internetcafé in Taiwan weltweit bekannt. Angeblich starb er, nachdem er das Videospiel Diablo 3 gespielt hatte, und zwar 40 Stunden am Stück. Ein Angestellter sah Chuang und ging davon aus, dass er eingeschlafen war, also weckte er ihn. Chuang stand auf und brach nach ein paar Metern zusammen. Er wurde schnell in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, doch wurde dort, kurz nach seiner Ankunft, für tot erklärt. Nach Angaben der Ärzte starb Chuang aufgrund eines Blutpfropfens in seinem Bein. Dieser hatte sich nach dem stundenlangen Sitzen vor dem Computer gebildet. Nummer 6. Warren LeBlanc. Der 17-jährige Warren LeBlanc aus England erhielt lebenslänglich, weil er im Jahr 2004 eine Mordszene aus einem Videospiel im echten Leben nachgeahmt hatte. Inspiriert wurde er von dem Spiel Manhunt. Er bewaffnete sich mit Messer und Hammer und lockte einen 14-Jährigen in einen Park. Dort verprügelte er ihn und stach über 50 Mal zu, bis der Junge verblutete und schließlich starb. LeBlanc wurde festgenommen und dem Richter vorgeführt. Am Ende des dramatischen Prozesses bekam LeBlanc einen Satz vom Richter zu hören, der ihn sein Leben lang prägen sollte. Eine Sache ist klar: Du allein bist verantwortlich für diesen mörderischen Angriff auf jemanden, der dachte, du seist sein Freund. Nummer 5. Lee Seung-sop. Der Südkoreaner Lee Seung-sop
war nicht nur ein leidenschaftlicher StarCraft-Gamer, sondern er war auch süchtig danach. Sein ganzes Leben drehte sich um dieses Strategiespiel. Seine Sucht nach dem Spiel war so schlimm, dass er seinen Job und auch seine Freundin verlor. Alles, was er an Geld verdiente, gab er für das Internetcafé aus, in dem er dann stundenlang mit dem Videospiel zubrachte. Er spielte täglich meist 14 bis 18 Stunden. Eines Tages übertrieb er es allerdings dermaßen, dass er 50 Stunden am Stück spielte. Diese Runde sollte dann auch seine letzte sein. Er brach zusammen und starb an Erschöpfung und Dehydrierung. Nummer 4. Junge tötet Großmutter. Im Jahr 2013 tötete ein erst 8-jähriger Junge aus Louisiana seine Großmutter, wenige Minuten nachdem er angefangen hatte, GTA 4 zu spielen. Die Behörden gehen davon aus, dass der Junge seiner Großmutter mit einer Waffe aus dem Haus in den Hinterkopf schoss, als sie gerade im Wohnzimmer saß und Fernsehen schaute. Familienangehörige und Freunde der Familie versicherten, dass sich der 8-Jährige und seine Großmutter eigentlich sehr gut verstanden und nicht nur ein ganz normales, liebevolles Verhältnis hatten, sondern auch zusammen im gleichen Schlafzimmer schliefen. Der Junge musste aufgrund seines Alters nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen und lebt nun bei seinen Eltern. Nummer 3. Devin Moore. Devin Moore wurde im Jahr 2003 wegen GTA festgenommen. Nicht wegen des Computerspiels, sondern weil er im echten Leben ein Auto geklaut hatte. Als er gerade in der Polizeistation saß und seine Daten registriert wurden, riss er einem Polizeibeamten die Waffe aus der Hand und schoss ihm und zwei anderen Polizisten in den Kopf. Danach rannte er aus der Polizeistation, setzte sich in einen Streifenwagen und floh. Allerdings konnte er kurz darauf gefasst werden. Bei seiner Festnahme sagte er: „Das Leben ist wie ein Videospiel. Manchmal muss man sterben." Bei seinem Gerichtsprozess versuchte sein Verteidiger, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Moore keine direkte Schuldfähigkeit besitzt, sondern dass das Spiel GTA Vice City ihn dazu gebracht hat, gewalttätig zu werden. Das brachte allerdings nichts. Moore bekam die Todesstrafe durch die Giftspritze. Nummer 2. Jugendlicher ersticht 11-jährigen Jungen. Im Jahr 2014 wurde auf den Philippinen ein erst 11-jähriger Junge von einem 16-jährigen erstochen. Anscheinend hatte es das 11-jährige Opfer vor seinem Tod geschafft, sich in den Dota 2 Online-Account des 16-jährigen einzuloggen. Irgendwie muss dieser dann davon erfahren haben. Der Jugendliche lockte sein Opfer daher in eine Baustelle. Dort packte er den Kopf des Opfers und rammte ihn mehrmals gegen eine Wand. Anschließend erstach er es mit über 40 Messerstichen. Der Junge soll so entstellt gewesen sein, dass ihn nicht mal seine eigene Mutter wiedererkannte. Obwohl die Hose des Täters blutüberströmt war, bestritt er jeglichen Kontakt mit dem Opfer gehabt zu haben. Nummer 1. Tyrone Spellman. Der 28-jährige spielsüchtige US-Amerikaner Tyrone Spellman verprügelte seine eigene 17 Monate alte Tochter zu Tode. Als er gerade das Videospiel Reckon spielte, krabbelte das Kleinkind aus Versehen über seine Xbox und machte sie dadurch kaputt. Spellman rastete komplett aus und schlug mehrmals auf sein eigenes Kind ein. Es starb an den Folgen der Schädelbrüche. Danach legte der Vater den leblosen Körper neben einer Hantel in einen anderen Raum, um den Vorfall wie ein Unfall aussehen zu lassen. Dann versuchte Spellman zu fliehen, doch er zeigte sich dann schon am nächsten Tag wieder selbst an. Vor Gericht sagte Spellman dann aus, dass er den Tod seiner Tochter nicht beabsichtigt hatte. Gnade erhielt er trotzdem nicht. Er wurde zu bis zu 45 Jahren Haft verurteilt. Manche Menschen wissen wohl einfach nicht, wo die Grenzen sind. Naja, hier könnt ihr euch noch ein etwas aufmunternderes Video anschauen, die 10 dümmsten Lottogewinner. Viel Spaß damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.